hört man das Wellenrauschen. Ich kann gar nichts wechseln, ne? Hallo Lara. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Handy ins Wasser kann. Ja, witzig. Ich habe gerade schon ein bisschen gezeigt, wie es hier aussieht. Relativ voll eigentlich. Genau da war es letztes Jahr auch, was auch, oder? Faliraki sind wir. Restaurants der Faunus kommt auch bekannt vor, das ist ja witzig. Lag es auf der gleichen Liege wie ich. Besser in Pose setzen. Gestern Quad? Nee. Wir überlegen noch. Also ich überlege, ob ich einen Quad will oder einen Roller, weil ich nicht weiß, ob man mit dem Quad schneller als 50 fahren darf. Weißt du das, Steven? Mit dem Roller weiß ich, da habe ich nur 50. Weiß ich auch nicht, ob das wirklich so ist. Wie ist das so in den Griechenland-Türkei-Regeln? Wie schnell darf ich damit fahren? Berge kommst mit Roller eh nicht hoch. Ich finde Roller irgendwie entspannter als Quad. Mit dem Autoführerschein darf ich so schnell fahren. Gilt dann Quad ganz normal als Auto, ja? Klar, na, wusste ich nicht. Ja, dann wird es wahrscheinlich doch das Quad werden, weil auf 50 km/h Roller habe ich keinen Bock. Ab 3 Räder zählt Autoführerschein. Ach krass, wusste ich gar nicht. Gut, dann natürlich. Also auf jeden Fall das Quad. Auch als Trike, wenn er hinten 2 Räder hast und vorne 1, ist auch schon Autoführerschein. Also wir haben den Jetski-Stand schon abgecheckt. Denk mal morgen oder heute Nachmittag Jetski, dann einmal zum Koloss und das kommt dann alles in den E-Log. Deswegen ist Quad so cool. Ich kann ja ein bisschen Insta-Stories machen, wenn wir unterwegs sind. Ansonsten haben wir noch nicht viel gemacht, also gestern ein bisschen Stadt geguckt. Es war ziemlich voll. Aber sonst bisher nur Strand. Ansonsten Essen ist mega hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Also wirklich sehr gut und ist übel günstig. Es ist so günstig. Ich kann noch mal eben ein bisschen zeigen. Ich würde ja hingehen, aber der Sand ist so heiß. Es ist wirklich übel lecker. Kann ich eigentlich zoomen? Nee, zoomen kann ich nicht.
Ey, ich bin nicht dick. Wasser ist auch mega warm, aber es ist halt Mittelmeer, ne? Ja, stimmt, da sind Schaukeln. Wollen wir schaukeln gehen? Ah, Wasserrutschen, genau. 7,20 Euro, ja, reicht ja. Die Wasserrutschen kosten 27 Euro pro Person. Das ist mir ein bisschen teuer, muss ich sagen. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Griechenland oder Portugal? Ja, Portugal ist halt Ozean, ne? Der ist halt scheiße kalt. Mittelmeer ist schön warm, ne? Ja, aber 27 Euro für einen Wasserpark, für ein bisschen Rutschen. Ey, sorry. Vor allen Dingen, da muss ich ja den ganzen Tag da bleiben, damit sich das lohnt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Naja, also da fahre ich lieber nochmal Jetski, weißt du? Das lohnt sich nicht. Also für eine Wasserrutsche. Also für einen Zehner hätte ich gesagt, okay, aber über 20, ne, das wird zu viel. Gibt's genug anderes. Verstehe das Problem, nicht den ganzen Tag da sein. Ja, wenn ich zwei, dreimal auf den Rutschen war, dann ist das für mich okay, weißt du, ich muss da nicht den ganzen Tag verbringen. Vor allen Dingen, wenn hier ein Strand ist. Also was soll ich in einem Schwimmbad die ganze Zeit sein, wenn ich hier direkt das Meer habe? Weißt? Ja, genau das, was Lara sagt. Also für ein paar Stündchen dahin und mal gucken und die Rutschen. Weil die sollen wohl relativ berühmt sein, da hätte ich Bock. Aber einen ganzen Tag da verbringen, ich habe ja nur 10, 11 Tage hier. Naja. Ja, entweder morgen oder übermorgen fahren wir dann mit dem Quad los. Einmal zur Blauen Lagune, die es hier gibt, und einmal zum Koloss, will ich sehen. Und der Stadt halt. Aber ansonsten wird schon auch sehr strandurlaubig. Die Buchten sind fantastisch. Ja, wir haben auch so Schnorchelzeug mit und so. Wir wollen ein bisschen schnorcheln. Ein bisschen Aufnahmen auch für einen Vlog und so, habe ich auch Bock drauf. Jetzt nicht jeden Tag, aber so mal zwei, drei Mal. Ganz cool. Teneriffa, fliegt man dann nicht übertrieben lang hin? Teneriffa. Wie lange ist das bis nach Teneriffa? Fünf, sechs Stunden. Rhodos war schon echt an meiner Grenze. Rhodos war 3 Stunden. Mir ging es auch richtig schlecht vorgestern. Wir sind um 3:30 aufgestanden. Um 6 Uhr ging der Flieger. Und ich hatte so Magenschmerzen, mir ging es gar nicht gut vorgestern. Anreise war ganz schlimm für mich. Um 5-6 Stunden im Flieger so eng, ne, können ich nicht. 4,5 Stunden. Also das Rhodos war echt schon ganz hart an meiner Schmerzgrenze. Unterwasserbilder, ja. Ich habe die GoPro mit, also Jetski wird es Bilder geben, Unterwasserbilder. Koloss und so. Ich mache richtig schön Vlog für nach dem Urlaub. Was ich krass auf Rhodos finde, vielleicht hat Lara das auch gehabt. Hier gibt es ganz, ganz viel deutsche Begriffe. Es gibt viele Leute in den Shops, die Deutsch sprechen. Finde ich echt bemerkenswert, wie viel Impact Deutschland auf so eine Insel hier hat. Also wieso Deutsch? Wieso nicht Italienisch oder Französisch oder so? Nee, es ist einfach Deutsch. Deutschen wieder. Du hast ja auch so viele deutschsprachige Leute. Schweizer, Deutsch, mit Dialekt, ohne Dialekt, echt viel. Deutsch auf der Weltsprache geworden. Wir hatten das ja vor längerem Jahr schon mal im Stream recherchiert. Ich glaube 120 Millionen oder so sprechen Deutsch. Das ist schon viel, ne? Tourismus und Auswanderer. Ja, aber dass der Tourismus so krass ist, dass das einen ganzen Impact auf die ganze Insel hat, finde ich halt so crazy. 50.000 Einwohner
Und der Tourismus ist so krass, dass du hier deutsche Begriffe hast, deutsche Läden, Leute, die Deutsch sprechen und so. Ich finde das, ja, crazy. Die Leute auf Rodos verstehe ich besser als in der Schweiz. Ja, krasses Schweizerdeutsch ist schon schwierig. Boah, ich kann es ja nicht halten. Mach jetzt mal Ende. Wenn noch irgendwas ist, dann Insta-Story. Vielleicht komme ich die Tage nochmal live. Mitte der Woche oder Ende der Woche, wenn wir nochmal am Beach sind. Handy A muss trainiert werden, ist so. Also wird echt schwierig. Ansonsten müsste ich mir so eine Halterung holen. Das wäre ganz geil. Danke, Lara. Wir hören uns. Bis die Tage. Tschüss. Dann hopp, hopp. Tschüss.